Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Book of Unwritten Tales 2. Genau, wir haben hier diese schicke kaputte Presse und lassen sie mal schnell reparieren. Könntest du vielleicht die Presse reparieren, Gulliver? Nate, das ist doch ein Job für dich, oder? Der Junge hat seinen alten Herrn längst überholt, wenn es um Reparaturen geht. Dankeschön. Das war's schon? Wow, du bist schnell. So, kann ich dann... Ein perfekter Lehmziegel. Okay. Kann ich sonst... Oh, okay. Ob ich auch den Sand zu einer Art Ziegel pressen kann? Er ist trocken, deswegen klebt er vielleicht nicht gut. Hat funktioniert. Der Sand bildet einen recht festen Block, wie es scheint. Trotzdem lasse ich ihn am besten in der Presse, damit er nicht auseinanderfallen kann. Kann ich dann jetzt das hier? Ein sehr guter Abdruck des Bolzens. Ich sehe keinen Unterschied zum Original. Kann ich den Ziegel mitnehmen? Ich habe den Lehm in Ziegelform gepresst. Würde ich ihn nun brennen und das ein paar hundert Mal wiederholen, könnte ich mir daraus ein Haus bauen. Ich weiß nur nicht, was ich damit soll. Leerstehende Häuser gibt es hier genug. Der Lehm ist ganz feucht. Perfekt geeignet, um darin Handabdrücke oder etwas... Aber es ist wohl nicht der richtige Zeitpunkt für Spiel. Okay. Ein absolut perfekter Abdruck des eisernen Bolzens. Okay. Das ist der spannende Augenblick. Nate, kannst du vorsichtig das flüssige Silber in die Sandform gießen, ohne dir die Zangen zu verbrennen? Ganz vorsichtig. Hervorragend! Gut gemacht! Das Silber hat gerade gereicht. Die Form im Sand ist bis oben mit Silber gefüllt und es kühlt schon ab. Jetzt heißt es warten. Wie soll ich das denn mit dem Lehm aufnehmen? Hallo? Perfekt! Er sieht exakt so aus wie der Eisenbolzen. Nur, dass dieser hier auch einem Werwolf Schaden zufügen kann. Damit habe ich alles, um endlich tiefer in den Wald vordringen zu können. Wünscht mir Glück. Pass auf dich auf, Wilbur. Und schrei, wenn du Hilfe brauchst. Okay. Dann... Was? Ah, so, sorry. Okay. Gut, gut, gut. Dann... Hello, Wilbur. Ja, es ist praktisch, dass wir da schnell hingehen können. Weil da ja auch gleich das hier ist. So. Auf geht's, Wilbur. Jetzt ist Zeit. In Ordnung. Zeit, auf Werwolfsjagd zu gehen. Das ist kein Werwolf. Nein! Hinfort mit dir, du Scheusal! Das war einfach. Aber jetzt hast du das Silberding verschossen. Alles in Ordnung? Wieso? Ist sie weg? Ich habe sie vertrieben. Dabei dachte ich schon, ich hätte sie gar nicht getroffen. Sie hat mich überrascht. Ich hasse Spinnen. Oh, oh. Alles in Ordnung. Die Gefahr ist vorbei. Zumindest solange der Werwolf nicht... Timmy? Nicht! Bist du bescheuert? Oh. Ich hätte ihn erwischt. Was? Das war mein Freund Timmy. Er ist kein Werwolf. Er ist eine Wehrratte. Wusstest du davon? Nein, aber er war oft krank und hat sich dann immer zurückgezogen. Vielleicht einmal im Monat, bei Vollmond? Remy hat mir nie erzählt, wie Timmys Eltern ums Leben gekommen sind. Es könnte ein Werwolfsangriff gewesen sein. Gefährliche Biester. Nichts als Wut, Hass und Muskeln.
Dein Freund hätte euch das nicht verschweigen dürfen. Er hätte euch zerfetzt, wenn er die Gelegenheit dazu gehabt hätte. Timmy schlief in Esthers Jackentasche, als wir im Düsterwald ankamen. Er wusste nicht, dass es hier immer Nacht ist. Und draußen in der normalen Welt sind es noch 2 Wochen bis zum nächsten Vollmond. Vielleicht ist es nicht seine Schuld. Aber er ist gefährlich. Wenn er mich angreift, werde ich mich verteidigen. Ich muss einen Weg finden, den Werwolfsfluch zu brechen. Vielleicht gibt es oben im Schloss eine Bibliothek mit magischen Büchern. Der Hexenmeister könnte sich mit Werwölfen beschäftigt haben. Oder der Graf weiß etwas. Er scheint Wölfe zu mögen. Viel Erfolg damit. Soweit ich weiß, kann nur ein Silberbolzen im Kopf den Fluch brechen. Dazu wird es nicht kommen. Wir suchen Esther im Herz des Waldes, dann kümmere ich mich um Timmy. Sofern er sich nicht zuerst um uns kümmert. Warum wird ein Mädchen wie du Kopfgeldjägerin? Was soll das sein? Ein Mädchen wie ich? Naja, die meisten Gnomenmädchen, die ich kenne, suchen sich nicht so einen gefährlichen Beruf aus. Ja? Werden lieber Ingenieure, Mechaniker oder Techniker. Aber was, wenn ich auf diesen Mädchenkram keine Lust habe? Kann ich gut verstehen. Deswegen bin ich Magier geworden. Kannst du da nicht einfach irgendwas zaubern und puff, das Böse ist verschwunden? Nein, ich bin kein Magier mehr. Oh, ich find's zumindest gut, dass du es versucht hast. Süß. Und du? Du wolltest also immer eine Kopfgeldjägerin sein und hast es einfach gemacht? Ich wollte meinem Clan helfen. Wollte nicht tatenlos zusehen, wie... Ich verdiene Gold. Das können wir gut gebrauchen. Und sobald du das Gold zusammen hast? Mal sehen. Zurück nach Hause. Vielleicht suche ich mir einen stattlichen Gnomenmann. Wirst du das Abenteuer nicht vermissen? Beinahe von Spinnen aufgefressen zu werden? Nein, nicht sonderlich. Wir sollten gemeinsam weitergehen und uns gegenseitig den Rücken frei halten. Vielleicht nicht die schlechteste Idee. Allerdings bin ich schon stundenlang durch den Wald geirrt. Normalerweise habe ich einen guten Orientierungssinn. Aber dieser Wald... Ich habe eine Idee, wie wir das Herz finden können. Ich brauche dafür ein Gerät vom Bürgermeister. Dann schlage ich vor, dass du dieses Gerät besorgst und ich so lange die Stellung halte. Allerdings nicht hier bei den Spinnen. Ich warte drüben beim Durchgang. Ist gut. Allzu lange sollte es nicht dauern. Übrigens, mein Name ist Lizzie Kieselbach. Meine Freunde nennen mich Tin Lizzie, weil, naja, ist ziemlich offensichtlich. Gut, dann... würde ich sagen, schauen wir zurück ins Dorf, falls ich das jemals wiederfinde. Hoffentlich. Nein, hierhin. Glaube ich. Nein. Und hierhin. Diesmal ging es ein bisschen schneller. Also, wir müssen dem sein Dingsy abknüpfen. Was haben wir denn so? Das Bettlaken könnte ein guter Anfang für ein Geisterkostüm sein. Okay. Oh, sorry. Nein. Wie könnte... Zeit für einen Geisterauftritt. Ach so. Okay. Was soll das? Ich bin der Geist des Waldes. Haben wir nicht schon genügend echte Spukgestalten hier? Musst du dich jetzt auch noch als eine verkleiden? Ich, weiß nicht, wovon du sprichst. Ich kann deine Füße sehen. Und ist das mein Bettlaken?
Du hast den Geist des Waldes verunsichert, aber ich komme wieder. Gute Idee. Süß. Ist er einfach durch die Tür gelaufen? Ich weiß nicht wie, aber er hat mich erkannt. Ich kann es auch gar nicht verstehen. Könnte damit zu tun haben, dass er als Bewohner des Düsterwalds viel Erfahrung mit Spukgestalten hat. Oder es lag an meinen Füßen, die unter dem Bettlaken hervorguckten. Man weiß es nicht. Vielleicht kann Gulliver ihn erstrecken, weil er ein Zombie ist. Besser, ich stecke den Abdruck nicht in meine Tasche. Aber hier in der Nähe kann ich ihn benutzen, wenn ich ganz vorsichtig bin. Okay. Also schön. Ein Abdruck eines Armbrustbolzens für die Ewigkeit. Schön. Das ist das Wasser aus dem Lehm. Der Block war ziemlich feucht. Der Block hat sich verformt und wenn mich nicht alles täuscht, ist er um mindestens ein Drittel seiner ursprünglichen Größe zusammengeschrumpft. Das ist ja doof. So kann ich mit dem Abdruck des Bolzens nichts anfangen. Er ist nun kleiner, als er sein sollte und obendrein auch noch krumm und schief. Schade. Hätte er sein können. So kann ich mit dem Naja, okay. Hallo. Gulliver? Wilbur, hast du das Herz des Waldes gefunden? Und Esther und Timmy? Geht es ihnen gut? Noch keine Spur von Esther. Aber was Timmy angeht, gibt es Neuigkeiten. Ich habe mich als Gespenst verkleidet. Aber obwohl ich total überzeugend war, hat der doofe Bürgermeister mich erkannt. Es waren hauptsächlich meine Füße, die mich verraten haben. Dann lass meinen Kopf das Gespenst spielen. Mach mich zum Gespenst. Okay. Hier ist schon mal ein weißes Bettlaken. Und? Gruselig? Ein wenig. Der Papier. Nein. Um heiße Kohlen. Okay. Gulliver? Ja? Der Werwolf, den du gesehen hast. Ich glaube, das war Timmy. Timmy? Was erzählst du da? Ich bin ihm im Wald begegnet. Er ist eine Wehrratte. Du meinst, Timmy wurde vom Werwolf gebissen? Nicht heute Nacht. Vermutlich schon vor langer Zeit. Er war in Esthers Manteltasche, als wir Düsterwald erreichten. Hier ist es immer Nacht und immer Vollmond. Und als mein Flauschekätzchen sich so vor dem Paladin erschrocken hat? Muss er aus ihrer Tasche gefallen sein. Er sah den Vollmond und verwandelte sich. Aber wenn hier immer Vollmond ist... Richtig. Wir müssen einen Weg finden, den Fluch zu brechen. Oder wir müssen Timmy irgendwie aus dem Düsterwald schaffen. Gut, dann... In Ordnung. Los, lass uns Spooky spuken. Die Spuk. Wie soll das gehen? Soll ich in den Laden hineinrollen? Ich könnte dich tragen. Ein Geist, der getragen werden muss, ist nicht gruseliger als ein Geist mit Füßen. Ich war gruselig. Aber vermutlich hast du recht. Also gut, haltet die Stellung. Wir sind hier, wenn du uns brauchst. Was haben wir denn so dabei? Vielleicht hiermit? Nein? Jedes Mal, wenn ich ihn Womit hast du nicht? Der kleine Kerl hält sich wacker. Er überlegt bestimmt, wie er mir helfen kann. Könnte man hinter seine Stirn blicken, würde man die kleinen Zahnräder arbeiten sehen. Okay, und wenn ich versuche, das aneinander... Das Einzige, was nützlicher als ein Bindfaden oder ein langer Stock ist, ist ein langer Stock mit einem Bindfaden dran. Solche Angeln bieten das Beste aus beiden Welten und man kann so ziemlich alles damit machen. Angeln zum Beispiel. Oder wir hängen da den Kopf dran. Ich glaube, ich habe eine Idee, wie wir dich fliegen lassen können. Tatsächlich? Ja, ich will nicht ins Detail gehen, aber es hat mit dieser selbstgebauten Angel zu tun. Verstehe. Knote sie fest.
fertig. Okay. Was meinst du, Gulliver? Wir können es. Dann versuchen wir es. Auf geht's. Ein fliegender Geist dieses Mal. Sehr schön. Nur sonderlich gruselig sieht er nicht aus. Aber er kann sprechen. Netter Effekt. Aber ich habe schon Bauchredner auf dem Jahrmarkt gesehen. Aber wir kommen wieder. Raus hier. Mist. Aber war sonst erschreckt er sich doch vor allem. Dieses Mal wirkte er nicht sonderlich erschrocken. Lass den Kopf nicht hängen. Wir lassen uns was einfallen und versuchen es noch einmal. Das Kostüm müsste einfach gruseliger werden. Aber es muss ja irgendwas sein. Hey, davor konnte man die nehmen, jetzt kann man sie benutzen. Gulliver, ich überlege gerade, ob wir unser Gespenst mit ein paar glühenden Kohlestücken leuchten lassen könnten. Oder wie wäre es mit glühenden Augen? Das könnte noch gruseliger sein. Gute Idee. Dann brauchen wir nur eine Art Halterung und müssen sehr vorsichtig sein. Die Kohlen sind sehr heiß. Ach was. Hier, halt mal. Nicht verlieren. Nate, okay. Gib mir zwei Kohlestücke. Rotglühende von weit unten, wenn möglich. Und? Wie sehe ich aus? Das ist tatsächlich unheimlich. Und auch ein wenig eklig. So soll's sein. Na dann, spuken. Gulliver? Ja. Dieses Mal schaffen wir es. Glaube ich auch. Auf zum Spuk! Da, 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 da. Sieht wirklich gruselig aus. Gut gemacht. Aha, dann benutzen Sie mal Ihr PKE und schauen, was es Ihnen sagt. Das brauche ich nicht. Ich weiß, dass hier nichts Übernatürliches am Werke ist. Woher wissen Sie das? Unter anderem kann ich den Faden sehen, mit dem du den Ball oder was immer das ist, hochhältst. Und ich sehe dich. Ich spreche sogar zu dir. Da ist was dran. Wilbur? Aber die Augen sehen stark aus. Und die Stimme ist auch gut. Wie schaffst du es, dass es klingt, als käme sie von dem Gespenst? Warum riecht es hier so angekokelt? Die Stimme kommt nicht von mir. Sie kommt von... Feuer! Feuer! Ah! Wilbur, wo bist du? Ah! Au! Was zum Teufel ist hier los? Wo sind denn alle? Was ist das? Der Gummiball hat sich in einen verfluchten Totenschädel verwandelt. Der... Richtig! Ich bin ein verfluchter Totenschädel aus der Hölle! Aber ich empfange keine übernatürliche Signatur. Das liegt daran, dass wir bösen Dämonen gelernt haben, wie wir unerkannt spuken können. Das ist doch nicht möglich. Mehr noch. Wir werden davon angezogen. Holt euch den Mann mit dem PKE, hat das Herz des Waldes gesagt. Nein! Wir kommen wieder! Das war... unerwartet. Alles ist aus. Nein, ich werde das Herz des Waldes finden und dem Spuk ein Ende bereiten. Keine Angst. Bis später. Ja, bis später. Wir machen das schon. Okay, und wieder zu Fuß da hochgehen. Oh, ups. Wilbur!
Spur. Na, wie haben wir das gemacht? Na super. Er hätte sich fast in die Hosen geschissen, ich sag's dir. Das hätte mir dann noch mehr leid getan. Ich wünschte, wir hätten ihm nicht so einen großen Schrecken einjagen müssen. Ach, alles für den guten Zweck. Wenn du mit dem PKE-Gerät das Herz des Waldes aufspüren und zerstören kannst, dann ist ihm damit mehr geholfen als sonst wem. Hier, fang! Wenn ich das im Wald benutze, müsste es mir den Weg zum Herzen des Waldes zeigen. Probier's aus und viel Glück! So, ich würde ihm irgendwie gern doch noch die Augen wiedergeben. Hier hast du deine Augen zurück. Ah, sehr gut. Gehören zu meinen Besten. Esther meint, das linke sei das Schönste, das ich habe. Okay. Gut, dann. Ja, passt. Na du? Schau, was ich hier habe. Was ist das? Die Fühler des Geräts schlagen umso stärker aus, je näher wir uns an einer Quelle übernatürlicher Energie befinden. Genial! Wir müssen nur immer die Wege nehmen, an denen das Gerät am stärksten ausschlägt. Richtig. Unsere Sinne können getäuscht werden, aber gute alte Gnomentechnologie nicht. Gehen wir. Ich markiere den Weg, den wir gegangen sind. Dann können wir ihn später wiederfinden. Los geht's. Auf geht's. Yippie-yay. Und wenn uns das Ding einfach im Kreis führt? Das glaube ich nicht. Schau, das Herz des Waldes. Bist du sicher? Ziemlich. Wir müssen auf alles vorbereitet sein. Kopflose Reiter, Paladine, Hexen, Spinnen. Darin könnte eine Armee auf uns warten. Ladies first? Mann, Bilbo. Was immer in der Höhle unter dem Baum lebt, es hat alle Bäume in der Nähe getötet. Nur der Baum direkt über dem Höhleneingang lebt noch. Mehr oder weniger. Wahrscheinlich eher weniger. Ich habe noch nie einen so verkrüppelten und kranken Baum gesehen. Selbst Ivos Vater dürfte Probleme damit haben, ihn wieder erblühen zu lassen. Na dann, auf. Rein geht's. Also schön. Ich gehe voran. Esther! So. Wen haben wir denn da? Ja. Das ist nicht möglich. Der Erzmagier ist tot. Wer seid ihr? Ja, ich bin tot. Dank dir. Wärst du nicht so unfähig und dumm gewesen, würde ich noch leben. Ja, sehr gut. Schluss damit. Du bist nicht der Erzmagier. Aber Wilbur, wie kannst du sowas nur sagen? Ich war dein Freund und du hast meinen Tod nicht verhindert. Wer bist du wirklich? Schweig! Erzmagier Alistair und Remy waren meine Freunde. Ich verbiete dir, so zu tun, als wären sie hier. Verstehst du nicht, Wilbur? Wir haben uns auf dich verlassen und du hast unser Vertrauen missbraucht. Du hast uns enttäuscht und du wirst auch Gulliver, Timmy und die anderen enttäuschen. Du bist nur ein kleiner, dummer Junge, der immer alles nur noch schlimmer macht. Blödsinn! Hör nicht auf ihn, Bilbur! Ja! Ich werde dich aussaugen! Stopp! Ich weiß, wer du bist. So. Das finde ich witzig, aber nein, Angst. Du bist immer das, wovor wir uns am meisten fürchten, oder? Ich bin Tod, Krankheit, Verlust, Versagen, Demütigung.
das Monster unter dem Bett, der schwarze Mann im Schrank. Lissy hat Angst vor Spinnen, Esther vor Paladinen, die ihr mal den Kopf abgeschlagen haben. Und ich will nichts falsch machen und schuld sein, wenn meinen Freunden etwas Schlimmes passiert. Aber du kannst es nicht verhindern. Ihr beide werdet diese Höhle nicht lebend verlassen. Und dann hole ich mir deine Freunde, einen nach dem anderen. Ja, du bist nicht real, würde ich sagen. Du bist nicht real. Pfeile und Bolzen fliegen einfach durch dich hindurch. Nichts kann mich verletzen. Ihr seid verloren. Verzweifelt. Du bist nicht real. Du hast nur Macht, weil wir sie dir verleihen. Nein, ich bin real. Ich werde deine Freunde töten. Ja, dann tu es. Friss sie auf, da liegt sie. Ich werde dich mit meinen vielen Beinen abtasten und ich werde dich beißen. Nein, wirst du nicht. Die Spinne ist nicht real, Lissy. Doch, Angst ist real. Lass dich nicht von der Angst lähmen, Lissy. Sei mutig. Warum weichst du zurück? Du wolltest sie doch beißen. Ja, warum soll ich Angst vor dir haben, wenn du mir eigentlich gar nichts tun kannst? Aber wenn doch. Man kann nie wissen. Das Risiko gehe ich ein. Ihr könnt mich nicht vernichten! Ich bin immer da! Aber wir können dich kontrollieren. Alles okay? Ja, geht schon wieder. Sehr gut. Alle möglichen kleinen Gegenstände und auch ein paar Kleidungsstücke. Dieses Ding hat sich an der Angst seiner Opfer gelabt. Es hat sie krank gemacht, vielleicht sogar verrückt. Sie konnten an nichts anderes mehr denken, haben nichts mehr gegessen. Und niemand im Dorf wusste, was geschehen ist. Da im Hintergrund diese Klaus-Zeichnung. Was? Ein Mann, der freundlich dem Betrachter zuwinkt. Er trägt ein Namensschild. Er heißt Klaus. Kapiere ich nicht. Ich mag es nicht, wenn man bei Kunst nach... Was soll uns das glauben? Trotz meiner Zeit in Seefels kenne ich mich mit Fischen nicht gut aus. Ich bin ein Bergkind. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es sich bei diesem Fisch um einen Delfin handelt. Das ja, erklärt auch, Delfin. Warum man mit der Schwimmerin spielen will. Ja, Wilbur. Jemand meinte mal zu mir, Delfine und Wale seien gar keine Fische. Es seien Vögel, weil sie mit ihren Flügeln durchs Wasser fliegen wie Vögel durch die Luft. Vielleicht ist da etwas dran. Nein, Wilbur, nein. Das Bild eines Clowns. Witzig. Naja. Ein kleiner Spiegel, eine Flöte, Schuhe, Tücher. Da, eine Haarspange. Viele Kleinigkeiten, die an die verschleppten Dorfbewohner erinnern. Ich werde dem Bürgermeister anbieten, alles ins Dorf zu bringen, sobald ich Timmy vom Fluch befreit und das Buch des Hexenmeisters gefunden habe. Sagt er dazu auch noch mal was? Ein trauriger Clown ist Kunst, das weiß jeder. Aber der hier sieht nicht sonderlich traurig aus. Na gut, dann reden wir mit Esther. Esther hat noch keinen Mucks von sich gegeben. Ich hoffe, sie ist in Ordnung. Und ich hoffe, sie kann laufen. Es wäre ein langer Weg zurück, wenn ich sie tragen müsste. Na, dann quatschen wir mal mit ihm. Esther, wie geht es dir? Er wird mir den Kopf abschlagen. Und dann kann ich mich nicht mehr um Gulliver und Nate kümmern. Ja. Gulliver und Nate geht es gut. Die beiden warten am Lagerfeuer auf dich. Ja, noch geht es ihnen gut. Aber der Paladin will mir den Kopf abschlagen. Und wer kümmert sich dann um die beiden? So. Es ja. gibt keinen Paladin mehr. Und es gab auch nie einen. Es war eine Art Trugbild, um dir Angst zu machen. Doch, ich habe ihn gesehen. Er will meine Familie holen. Keine Angst, Esther. Dieses Ding ist fort. Es kann dir nichts tun. Der Paladin, er will mir den Kopf abschlagen. Wer soll sich dann um meine beiden Jungs kümmern? Schau mich an, Esther.
Hier ist niemand, der dir etwas Böses will. Der Geist ist verschwunden. Er ist weg? Er ist weg und er kommt nicht wieder, solange du ihn nicht lässt. Er hat gesagt, er will sich Nate holen. Sobald er mir wieder den Kopf abgeschlagen hat, will er sich meinen kleinen Jungen holen. Dazu wird es nicht kommen. Ich erkläre es dir, aber nicht hier. Lass uns zu Nate und Gulliver ans warme Feuer gehen. In Ordnung? Ja, ja. Oh, danke, Wilbur. Na dann? Sobald sie Gulliver und Nate in die Arme... Okay. Dann geh mal los. Ich kenne zwei, die sehnsüchtig auf dich warten, Esther. Und ich kenne jemanden, der uns einen Sack voll Gold schuldet. Kommt, gehen wir. Auf geht's. Dann gab es nie einen Fluch? So ist es. Keinen Fluch, keine reale Bedrohung. Erst die Angst davor hat sie real werden lassen. Ich werde zukünftig versuchen, nicht immer gleich das Schlimmste zu vermuten. Ja, seien Sie neugierig. Fangen Sie damit an, dass Sie meine Zombie-Freunde in Ihrem Dorf willkommen heißen. Wir werden sehen. Ich werde zumindest mal mit Ihnen reden. Das ist immer ein guter Anfang. So, also... Wenn ich mich nicht irre, haben Sie demjenigen, der den kopflosen Reiter zur Strecke bringt, einen Sack voll Gold versprochen. Natürlich. Und du hast ihn dir verdient. Wir haben ihn uns verdient. Lissy und ich machen halbe-halbe. Genau wie es abgemacht war. Oh. Wir sehen uns. Tja, Wilbur. Oh, ja. Bis später. Die hat dich abgezogen. Warum hat sich Ihnen die Angst in Form eines kopflosen Reiters gezeigt? Mein Großvater hat mir früher immer eine Geschichte von einem kopflosen Reiter erzählt. Ich hatte große Angst davor, aber es war auch meine Lieblingsgeschichte. Und wenn es erst einmal genug Hysterie gibt, hält man alles für möglich. Sogar, dass Spukgestalten real sind. Genau. Sie wissen jetzt, wie Sie sich gegen den Fluch wehren können. Können Sie mir dann jetzt bitte den Weg zum alten Van Buren-Schloss zeigen? Natürlich. Dir und der bezaubernden jungen Dame. Das wurde aber auch mal Zeit. Ich mache eine genaue Karte. Ich werde bestimmt noch ein paar Mal vom Schloss ins Dorf und zurückreisen müssen. Meine Freunde sind hier und Timmy ist immer noch irgendwo im Wald. Ist mir recht. Brechen wir auf. Ja, immerhin macht er sich jetzt eine Karte. Kein Herd umgeirrt um mehr. Na, dann bin ich mal gespannt, wie das Schloss ausschaut. Danke, Herr Whale. Danke. Ich habe mir den Weg genau aufgemalt. So können wir jederzeit zurück ins Dorf, wenn es nötig werden sollte. Ist mir egal. Ich verlasse das Schloss nur noch einmal. Mit ein paar Kisten voll Gold. Wie meinen Sie das? Ach, Wilbur. Ganz schön heruntergekommen, oder? Das Schloss wird durch deine Anwesenheit erblühen. Genau wie ich. Vladi! Mein Mondschein. Du kannst dir nicht vorstellen, was mir passiert ist. Ich brauche sofort ein Bad. Aber natürlich, meine Liebe. Danach vielleicht ein leichtes Abendessen. Und dann sehen wir mal, was der Abend noch so bringt. Bist du ihr Diener? Nein, ich... Willst du mein Diener sein? Mein Igor ist vor einem Jahr gestorben. Dieses Mal wohl endgültig. Eigentlich wollte ich... Putz dir die Schuhe ab, sonst musst du nur alles wieder sauber machen. Aber... Er hat die Stimme von der Drümi, oder? Naja, egal. Die Folge ist viel länger geworden als gewollt. Deswegen werde ich sie jetzt beenden und eine kleine Aufnahmepause machen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.